Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir wollen uns heute ansehen, wie wir ein Objekt in C-Sharp jetzt genau definieren, eine Klasse definieren oder eine Instanz anlegen und so weiter, wie wir damit umgehen. Gell? Also was ein Objekt ist, haben wir im letzten Video gehört. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das Objekt in C-Sharp funktioniert. Und so als erstes müssen wir die Klasse definieren. Also beschreiben, was da alles drinnen sein soll und so weiter. Ja? Also wir machen die Definition. Einer Klasse. Die Definition einer Klasse beginnt mit einem Schlüsselwort. Ja? Und was wäre besser geeigneter als Class? Also wir schreiben Class. Und dann schreiben wir den Klassennamen, so wie unsere Klasse eben heißen soll. Können wir uns irgendwas aussuchen? Ja? Fertig. Ja? So schaut das aus. Dann mache ich geschwungene Klammer auf, so wie immer, wenn wir Code kopieren wollen, auf die sich die vorige Schlüsselwort bezieht. Und jetzt können wir die sogenannten Klassen, Class-Members, also irgendwelche Eigenschaften oder irgendwelche Methoden definieren. Das machen wir ganz genauso, wie wir Variablen definieren. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Gell? Also ich schreibe zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Ganzzahl-Eigenschaft haben will, int, ja, und Eigenschaft Name 1. Irgendein frei gewählter Text auch, ja, kann irgendwie heißen, Variablenname. Okay? Dann kann ich so viele Eigenschaften, wie ich will, definieren. Zum Beispiel könnte ich noch eine Bool anlegen, ja, Eigenschaft Name 2, wurscht. Ja? So viel, wie ich brauche, wie notwendig ist. Kann ich auch später erweitern, wenn das irgendwie notwendig sein würde. Passt. Ja? Und dann kommen wir zu den Methoden. Es gibt auf alle Fälle eine spezielle Methode, das ist der sogenannte Konstruktor, heißt der. Ja? Der Konstruktor hat keinen Rückgabewert, das heißt, da brauche ich jetzt nichts als Rückgabewert schreiben, nicht einmal void, und hat den gleichen Namen wie der Klassenname. Das heißt, irgendwo gibt es eine Methode, die heißt Klassenname. Ja. Und wenn wir da Klammer auf, Klammer zu machen, dann ist es der Default-Konstruktor, heißt der. Und der wird aufgerufen, wenn eine Instanz der Klasse erzeugt wird. Also irgendwo sage ich nachher, erzeugen einer Instanz. Und da lege ich ein Objekt dieser Klasse an. Und das Erste, was passiert, ist, dass dieser Konstruktor aufgerufen wird. Da drin kann ich zum Beispiel irgendwas initialisieren. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, Eigenschaft Name 1 ist gleich irgendein Wert 0. Irgendein Default-Wert. Okay? Oder Eigenschaft Name 2 ist gleich, weiß nicht, false. Irgendwas, was in dem Moment gerade Sinn macht. Und da programmieren wir auch so viel wir wollen. Das ist ein sogenannter Konstruktor. Ne? Brauche ich nicht einmal implementieren, kann ich auch sogenannt überladen. Ja, das haben wir ja schon besprochen, dass man Methoden überladen kann. So kann zum Beispiel ein zweites Mal einen Klassennamen-Konstruktor definieren und diesmal gebe ich mir eine Übergabeliste. Ja? Und sage, pass auf, ich will int mit ES1 und ich will am Pool ES2. Ja? Und da geht schon los. Ja? Und da mache ich schon geschwungene Klammer auf und da schreibe ich schon eine Eigenschaft. Name 1 ist gleich ES1
Gell? Da brauche ich dann keine Default-Werte, sondern da lassen wir es gleich geben, beim Erzeugen der Klasse. Dann sagt ihr in eine Klasse und so weiter und so fort, geschwungene Klammer zu. Ja? Jetzt habe ich die sogenannten, also das sind Konstruktor, heißt diese. Ja? Das sind die Konstruktor. Wird beim Anlegen einer Instanz aufgerufen. Konstruktor. Kein Rückgabewert. Sonst ist ja das nicht möglich, gell? Kein Rückgabewert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine weitere Methode da drin definieren will in meiner Klasse, dann muss ich der schon einen Rückgabewert geben, zum Beispiel int, ja? Und da muss ich der Methode auch einen Namen geben, einen anderen als den Klassennamen, ja, also zum Beispiel Methode 1, ja, und die kann irgendwelche Übergabeparameter haben, ja, das haben wir ja alles schon besprochen, wie das funktioniert, Wert, ja, geschwungene Klammer auf, und da programmiere ich irgendwas, was mir gefällt, geschwungene Klammer zu. Und wenn ich dann fertig bin, ja, mache ich auch noch geschwungene Klammer zu und das Objekt, die Klasse, in C-Sharp ist definiert. Jetzt gibt es die Klasse, Beschreibung der Klasse. Ja. So funktioniert das also. Und was mache ich mit der Klasse? Warte mal einen Strich. Ich lege jetzt eine Instanz an. Ja. Erzeugen einer Instanz. Wie funktioniert das? Die Klasse ist definiert. Ich möchte jetzt ein Element, ein Objekt dieser Klasse definieren. Ich mache das so. Ja. Genauso wie meine Variable definiert, nur dieses Mal nehme ich diesen Klassennamen. Gell? Also Klassenname. Und der gebe ich einen Namen, Klassen, Instanz, ja, ein Mehrenfall. Ja. Sprechendere Namen wären vielleicht ideal in der Realität. Und jetzt, Achtung, es ist noch keine Instanz angelegt. Gell? Es ist noch keine Instanz angelegt, also ist nur mein Platzhalter. Das heißt, okay, das ist ein sogenannter Pointer eigentlich, ja. Da, der beinhaltet praktisch eine Klasse, aber ich habe sie noch nicht angelegt. Anlegen muss ich sie, entweder indem ich gleich schreibe, da ist gleich, ja, oder irgendwann später im Code, ja, ist egal, dass ich so Klasseninstanz ist gleich. Jetzt kommt die Zuweisung und jetzt lege ich eine Instanz an mit new Klassenname. Und weil ich das so mache, mit Klammer auf, Klammer zu, dann rufe ich den Default-Konstruktor auf. Ja? Oder ich sage, Klasseninstanz ist gleich und dann genauso new. Klassenname, geschwungene Klammer auf, und da übergebe ich halt irgendwelche Werte. Ich brauche ein Integer, 12, und irgendein Bool, true, kann auch irgendwelche Variablen da drinnen stehen, gell? Also, das ist oder. Das oder das kann ich aufrufen, je nachdem rufe ich den Konstruktor auf oder den Konstruktor.
Okay, also so erzeuge ich eine Instanz der Klasse. Jetzt ist die Klasse da, jetzt ist sie wirklich im Speicher abgelegt. Zugriff. Auf Eigenschaften und Methoden. Wie funktioniert das? Also wenn es so definiert ist, gar nicht. Da brauchen wir noch was, das werden wir aber im nächsten Video sehen. Also es ist eine gültige Klassendefinition, was wir gemacht haben, aber es funktioniert das schon nicht. Ja, aber warum werden wir sehen? Ja, also da müsste man noch was davor schreiben, aber wurscht. Ja, also zugreifen tut man prinzipiell so, dass man sagt, okay, Klasseninstanz. Also auf die Eigenschaft der Instanz greift man zu mit so einem Punktel, ja, Punkt und nachher das, auf was ich zugreifen will, zum Beispiel Methode 1. Klammer auf, ja, irgendeine Nummer, fertig. Ja. Oder Klasseninstanz. Punkt. Eigenschaft Name 1. Ist gleich 25. Wurscht. Ja? Dann weiß ich dieser Eigenschaft den Wert zu. Ja? So, ja? Dieser Punkt, das ist das. Ja? Der Punkt. Auf der, da wird zugegriffen. Ja? Jetzt habe ich gesagt, die Klasse, die Instanz wird erzeugt im Speicher. Wie kriege ich denn wieder weg die Instanz? Ja? Geht automatisch. Ja? Wenn die Variable nicht mehr existiert, ja, kommt irgendwann der sogenannte Garbage Collector und löscht alle unreferenzierten Klassen, Instanzen einer Klasse werden dann gelöscht. Ja? Löschen. Erfolgt mit dem Garbage. Garbage ist Müll. Ja? Collector. Der Müllmann. Ja? Der löscht alle Instanzen, die keine Referenz haben. Also wenn die Variable praktisch weg ist, das ist die Referenz, der Zeiger auf die Klasse, ja, auf die Instanz der Klasse, dann kommt irgendwann der Garbage Collector, der kommt zyklisch irgendwann dran und rammt das weg. Ja. Man kann den Garbage Collector auch händisch aufrufen, wenn man sagen will, okay, pass auf, jetzt lösche, jetzt möchte das weg ist und nicht irgendwann, dann kann man diesen Garbage Collector auch händisch aufrufen. Wie notwendig das ist oder nicht, bleibt dahingestellt, hängt vom Problem ab. Also das wäre praktisch das Objekt in C#. Genau das schauen wir uns das nächste Mal im Computer an. Ja? Genau dieses Beispiel werden wir unserem Computer geben und werden uns das ansehen, ob das denn wirklich so funktioniert. Spoiler Alert, funktioniert nicht exakt so. Wir brauchen noch eine Kleinigkeit, aber das werden wir das nächste Mal schnell begreifen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.